Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin einmal wieder beim Angelpark Birkengrund und ich will heute hier am Anteich 5 ist das glaube ich, 4 oder 5? 5 angeln. Ich habe heute einmal eine neue Route mit. Ich habe mir jetzt mal eine Gummiroute besorgt und das ist die FTM Majestic. Das wird jetzt erstmal eine Übergangsroute sein, so ein bisschen mehr auf Gummi angeln möchte ich jetzt die nächste Zeit. Und dafür wollte ich halt, habe ich jetzt mal gedacht, komme ich mal wieder hier hin. Ich war hier schon länger nicht mehr und habe mich einmal hier rechts in der Eckfläche gesetzt. Ich denke mal, das wird heute der Hotspot sein, weil da ist so ein bisschen Frischwassereinlauf. Und ich werde heute mit zwei Routen probieren. Einmal mit der Tamarella-Route und der Maracas von oben runter treiben lassen und einmal mit Gummiköder, Spoon. Ich muss mal schauen, was geht. Also ich denke mal, wird relativ schwer. Wir haben die Tage echt über warm gehabt. Das Wasser ist relativ dunkel und daher will ich einfach ausprobieren. Wie immer, wenn ihr welche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich hatte mich an dem Teich ganz rechts hingesetzt, weil da der kleine Wassereinlass war. Und das Video ist circa vor 2 Wochen entstanden. Und wir hatten die letzten Tage relativ warm gehabt. Und ich habe deswegen als erstes mit Gummiködern versucht zu schleppen. Und als erstes habe ich den pinken drauf gemacht. Und in den orangenen auch. Und ich habe dann auch so ein paar Würfe nach rechts und geradeaus und nach links an der Kante gemacht. Aber erstmal auch auf die Gummiköder noch kein Fisch. Und dann habe ich auch noch mal so ein bisschen links an der Kante versucht zu fischen. Aber hier auch nichts. Und ich habe dann einmal auf mein Gelb-Grün gewechselt. Habe erst ein paar Würfe rechts gemacht. Und dann habe ich so ein paar Würfe wieder links an der Kante gemacht. Und da habe ich die ersten Anfasser bekommen. Und dann wusste ich, okay, die Farbe wird ungefähr funktionieren. Und dann bin ich auf einen anderen, ganz anderen Köder gegangen und habe den Spoon mit einer Bienenmade kombiniert. Ein paar Fische gesehen und angeworfen. Oh mein Gott, oh. Ja. So Leute, es hat mit dem ersten Fisch geklappt, also ganz schwieriges Boot heute, also ich habe viel ausprobiert und ich habe gesehen, der Fisch ist echt relativ weit oben und dann habe ich erstmal meinen gelb-grünen Spoon drauf gehabt, da mehrere Attacken gehabt, aber der ist einfach viel zu tief gelaufen und dann habe ich auf einen anderen Spoon gewechselt, den werde ich euch aber nicht zeigen, weil da bin ich gerade so ein bisschen am Testen. Ich habe ein paar neue Spoons bestellt und von daher kam der Fisch raus mit dem Spoon. Der ist in 0,9 Gramm mit einer kleinen Bienenmade. Und der Fisch war halt, der hat ihn attackiert. Ich habe dann halt angeschlagen, wo ich ihn gesehen habe. Und dann ist der Fisch irgendwo, ja hier oben hing der Haken passiert. Ich habe ja nicht extra gehakt, sondern ich habe ganz normal geschleppt. Und von daher ist der jetzt der Bann gebrochen. Aber ich glaube, das wird heute echt schweres Brot. Und wie immer, mein ganzes Material, das findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ich habe da nochmal echt viele Würfe gemacht. Heute war es wichtig, den Fisch richtig anzuwerfen, also so kurz vorm Maul, den Köder aufkommen zu lassen oder lang zu ziehen. Und dann einen so einen schönen Wurf da in der Ecke gemacht, da hatte ich 2, 3 Fische gesehen.
endlich. Und der nächste Fisch. Ja, diese beiden Fische waren echt sehr hart erarbeitet. So Leute, ja, es hat nochmal mit dem Superfisch geklappt, also diesmal ganz normal regulär gebissen, also jetzt habe ich das so ein bisschen raus, wie ich habe wirklich 3-4 Attacken hintereinander gehabt, die sind da voll drauf geschossen und wirklich dieser, ich kann euch sagen, heute ist hier die Farbe weiß, der 0,9 Gramm Spoon, das ist wie ich den fische, ich zupfe den auch so durch und mit einer Bienenbade kombiniert und das in einer neuen Route. So ein bisschen, ist nicht das erste Angeln, was ich damit mache, aber es läuft und der Fisch gibt mir wieder recht. Ich hatte zwischenzeitlich dann noch mal probiert, ein, zwei andere Spoons, also in anderen Farben durchzuprobieren, aber die haben wirklich keine Reaktion der Fische hervorgerufen. Also angel dich mit dem gleichen Spoon weiter. Und wieder so einen schönen Wurf da reingemacht, ein, zwei Fische gesehen, dran vorbeigezogen. Und bei dieser Angelart ist es wichtig, so ein bisschen verzögert anzuschlagen, weil man muss warten, bis der Fisch wirklich den Spoon komplett im Maul hat. So, und da ist die nächste. Und wieder mit der Bienenmarder, die sieht ein bisschen ja, zerdeppert aus, aber egal. Und wieder auf der Bienenmarder. Ich habe wieder jetzt 3-4 Nachläufer gehabt, also die schießen immer voll auf die Bienenmarder drauf. Das läuft. So, ich nehme jetzt eine einzelne Bienenmarder einfach am Spoonhaken. Und ich habe hier so einen kleinen Schwarm ausgemacht. Und den werfe ich mal jetzt an. Ich glaube. Aber mit der Bienenmarder war das einfach so. Da hat der kleine visuelle Reiz gefehlt und darum bin ich auch gleich wieder auf den Spoon gewechselt. Ich hatte danach nach den Fischen so eine kleine Durstperiode, aber einfach weiter gefischt. Und irgendwann hatte ich ein paar Fische bei mir vorne gesehen, angeworfen oder so vorbeigezogen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Routen und Rollen ich fische und mein Material, die Spoons, Snaps oder Haken, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe da nochmal echt viele Würfe gemacht, aber je später der Tag vorangegangen ist, desto wärmer wurde es und desto zickiger wurden sie. Ich habe es nochmal auf der anderen Seite probiert, auch wieder mit vielen verschiedenen Farben. Aber hier genau das Gleiche. Es wurde immer wärmer und es war halt schon zu warm für die Fische. Ich habe dann jetzt endlich mal entschlossen, einen Umstieg auf Powerbait zu machen und habe da auch so ein paar Würfe gemacht. So Leute, ich habe einen Biss. Jo, komm mal ran. Und dann hatte ich 3-4 Fische an der Oberfläche gesehen, die hatten sich zum kleinen Schwarm vorbei zusammengerottet und ich habe da vorbeigeworfen und ein Fisch hatte zugepackt. Grün-Orange. So Leute, ja, ich habe jetzt mich echt durchgekämpft und es hat echt lange gedauert und ich habe eben die Spoonrute zur Seite gepackt, weil ich habe da ein paar Fische gesehen, angeschmissen und da kam der super Fisch raus. Also ja, nochmal eben kurz so eine Umstelle ganz schnell auf Powerbait gemacht, habe ich gedacht, komm, probier's du einmal und dann hat es gleich gepackt. Also hat der Fisch zugepackt, erstmal einmal raus, dann
Habe ich kurz stehen lassen, zweites Mal, und dann saß er. Und ich zeige euch mal eben die Montage und das Bait. So, und grün-orange, also Peach and Pepper und Applejack. Und da habe ich das Glas drauf. Und einfach, ich habe dann gesehen, wie da vorne so ein kleiner Schwarm hat sich gebildet. Einmal durchgezogen, der Fisch ist da hinterher. Und ich werde jetzt mal so probieren, so ein bisschen zu schleppen, also immer an den Fisch vorbei. Heute muss man wirklich die Fische anwerfen und den Köder so kurz vor der Nase rund lang ziehen. Anderes wollen die halt nicht. Ich probier's noch. Und mit dieser Montage habe ich es genauso versucht wie vorher beim Spoon. Die Fische wirklich anwerfen und so teils an denen vorbeiziehen. Und dann wieder so zwei, drei Fische gesehen, vorbeigeworfen, langgezogen bis vor der Schnauze. So Leute, ich habe einen Biss. Ah, ausgespuckt. Nein. Ah doch, Fisch hängt. Ah. So, und die nächste. Also wieder grün-orange, wieder dran vorbeigezogen, zugepackt und dann hängen sie. Ja, läuft. Und ich habe da nochmal echt viel probiert, auch nochmal mit dem Spoon. Aber es wurde einfach teils schon zu warm und ich entschloss mich gleich Feierabend zu machen. So Leute, habe Feierabend. Ja, also das Angeln hat sich heute, war schwierig, aber hat sich wirklich erfolgreich bei mir gestaltet. Ich habe 7 Fische gefangen, ich habe noch einen Einpackfisch gehabt, also wirklich gerade noch die Tramarella-Route aufgebaut gehabt. Da habe ich gesehen, da haben sich wieder 2, 3 Fische getummelt, reingeschmissen und eine davon hat zugepackt. Heute war wirklich der Faktor anwerfen und wirklich vor der Nase langziehen. Also man konnte heute nicht rechts, links schleppen, die Fische sind da nicht hinterhergegangen. Die wollten den Köder wirklich auf der optimalen Tiefe. Als erstes hat ein neuer Spoon funktioniert. Vielleicht werden einige den sehen, aber Farbe ist weiß und mit einer Bienenmade. Und da sind sie wirklich auf die Bienenmade raufgeschossen. Ich habe noch andere Farben probiert, zum Beispiel ein Gelb-Pink, auch in einer anderen Grammatur. Der war auch okay, aber der Gelb-Grüne in der gleichen 0,9 Grammatur hat überhaupt nicht funktioniert. Und als letztes irgendwann habe ich gedacht, so na, Spoon funktioniert nicht mehr. Powerbait, also die Schlepproute mit dem Glas aufgebaut. Peach and Pepper und Applejack langgezogen und es hat nicht lang gedauert und da wirklich 2 Fische innerhalb kürzester Zeit. Also das heute war das wirklich schwierig. An den anderen Teichen wurde ganz okay gefangen. Heute bei mir sind 7 Fische rausgekommen. Besser gesagt 7 Forellen und 3 Störe haben sie noch gefangen. Nachbar rechts hatte einen Stör und links in der Ecke, da haben sie nochmal 2 Störe gefangen. Und Forellen wirklich, man muss sie anwerfen momentan. Es ist halt so, wir haben so Spätsommer, die Morgenzeit ist sehr gut und halt zum Mittag hin merkt man einfach, die Fische werden passiver und man muss wirklich gezielt angeln. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!